Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent bzw. Scharfer Scharfschütze. So, und ab sofort habe ich übrigens auch für die nächsten 2 Monate in der Videobeschreibung einen Link, den SWTO-Freundeslink, den müsst ihr eigentlich jeder kennen. Da würde ich jetzt euch, übrigens, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr darauf klicken würdet. Nicht nur ich bekomme nämlich was dafür, nämlich ihr auch. Ihr bekommt nämlich diese Kiste, die ich in der ersten Folge bekommen habe, in ein Postfach. Da sind die Freischaltungen drin, dass man eine weitere Crew-Fähigkeit hat und so weiter. Halt. Wird toll erklärt. Auf jeden Fall ist es halt so. Ja, die Dinger habe ich immer noch nicht benutzt. Muss ich mal machen. So. Gehen wir erstmal zum Postfach, was da oben halt drin ist. Unbekannter Absender erstmal. Kein Betreff. Keine Ahnung von was, von dem das ist. Auf jeden Fall haben wir Geld. Könnt ihr euch durchlesen, gerne die Nachricht. Aber hier. Hä, hey, wo brauche ich denn das? C2N2. Wofür bekomme ich denn die jetzt? Ey, müsste ich nicht eigentlich die Dingsbumster-Belohnung bekommen? Ach, okay, es wird doch zur Sammlung hinzugefügt, okay. Aber wofür bekomme ich denn jetzt Spielerschiffsgefährte? Hä, hey, wofür bekomme ich denn das jetzt? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ich hab mal wieder falsche Taste gedrückt. Moment, ich muss N drücken. Hallo, willst du mal bitte weggehen, das scheiß Crew-Fähigkeitenfenster? Du nervst. Ja, hier, den hier will ich holen. Auf bald. Müsste ich nicht eigentlich. Ich hab nämlich meinem anderen Freunden von den Freunden das Link gegeben. Eigentlich müsste ich jetzt auch. Oh, ich krieg's nicht hin. Das jetzt eigentlich müsste das jetzt so klappen. So, was ist das hier? Wie sieht das aus? Schon mal nicht schlecht. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich glaube, dafür wird auch keine Dingsabumster, das kann ich wegschmeißen oder kann ich das verkaufen? Kann ich das verkaufen? Wenn ja, dann wäre es ja obergeil, aber ich glaube, das geht nicht. Ich habe keinen Händler wieder. Leck mich am Arsch. Wo ist hier ein Händler? Ich habe keinen Händler hier. Von Händler. Hilfe! Wo ist hier ein Händler? Also, ich jetzt drüben brauche ich nicht. Ich glaube, ich gehe mal wirklich mal. Wo muss ich hin? Ich muss sowieso nach da hinten. Da fahre ich lieber. Ich möchte jetzt wissen, ob ich dafür Geld kriege oder ob ich die wegschmeißen kann. Und dann kann ich die gleich wegschmeißen, wenn ich eh nichts dafür kriege. Deswegen probiere ich das jetzt mal schnell bei dem Sanitätsdruiden da hinten aus. Ob ich das noch verkaufen. Oh, scheiß Fall. Ja, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr draufklickt, habe ich eigentlich Kartellmünzen zumindest bekommen. Hallo, öffne doch mal das scheiß Kartellmarkt, bitte schneller. Du auch nicht. 650. Wo ist denn der jetzt? Ich sehe schon wieder nicht durch. Mann, hier der scheiß Hinterausgang von der scheiß Kantina hier. Ich hab irgendwo so einen Hinterausgang. Da ist der hier oben drauf. Die Kisten stehen aber bestimmt noch nicht so umsonst so. Ach, egal. Drauf geschissen. Okay, ich fahre jetzt mal weiter. Ich bin der Einzige auf Rishi. Wie viele Leute sind jetzt auch gerade online? Hä? Okay, auf jeden Fall, ja, die meisten sind hier natürlich auf den Odessen gar nichts. Vandin kenne ich zum Beispiel gar nicht. Wahrscheinlich ein neuer Planet oder so von der. Heute ist ja ein Patch rausgekommen, der aber schon frühzeitig zum Glück beendet wurde. Das heißt also, dass die Server jetzt schon wieder zur Verfügung stehen. Ich muss da lang. Über Buchthandelshafen. Ja, ich muss da lang. Wahrscheinlich gibt es die obere und die untere Ebene. Hallo? Karte, ich sehe nicht, wo ich hin muss. Büße, Büße, ja. Beides Büße. Muss ich, glaube ich, zur Büße. Ich denke mal, ich muss zur Büße. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Link anklickt. Jetzt bringt er nicht nur für mich was, sondern auch für euch. Natürlich. So, erstmal hier die Tür rein. Wie ihr seht, ja. Oh, hallo, mal einmal bitte klopfen. Gefällt euch nicht mein Besuch? Ah, jetzt habe ich den scheiß Droiden immer noch dabei, ja. Verdammt. Den werden wir, glaube ich, in Knights of the Fallen Empire nicht mehr dabei haben, wenn auch Vector leider, glaube ich, verlieren, soweit ich weiß. Soweit ich das gehört habe und ich habe auch wieder Rohbonus, wie ihr seht. Ausgeruht. 200%? Ja, was ist denn da XP? Wie
Ich verstehe jetzt gerade nicht, was da oben steht. Ich sehe schon wieder nicht durch, man sieht's. Auf jeden Fall ist heute der 3. Mai, wenn ihr das seht, wird wahrscheinlich schon ein bisschen später sein, weil ich weiß immer nicht, wenn ich das hochlade. Das war der 3. Mai? Ja, jetzt der 3. Mai. Ich mich fast wieder verguckt, weil ich weiß nicht genau, was am Donnerstag der 5. ist. Und am 4. Mai gibt's ja diesen Droiden, diesen Sarko-Droiden. Na los, kontaktiert den Mann, bei dem ihr Spielschulden habt. Schaut, ob er antwortet. Oh Gott. Wieder da rein. Er ist fort. Und jetzt überlegt. Nein, wenn meine Leute falsch. Was euren Feinden antun können, während wir hier Katina. Plaudern. Was glaubt ihr, könnten sie mit euch anstellen? In Ordnung. Wir verkaufen die Carbonit-Gefangenen. Es war ja. Mir eine Freude, ja. Geschäfte zu machen. Bla bla bla, ja. Auf jeden Fall, ja. Heute ist nämlich Dienstag. Ich wundere mich, warum ich hier nicht diesen Gleiter bekomme. Eigentlich müsste man den bekommen oder kriegt er das erst, wenn der Spieler, dem ich den Link gegeben habe, das Spiel öffnet. Müsst ihr mal schreiben, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nämlich gerade auch falsch. Ich will nicht in die Küche, ich will ja hier oben. Und jetzt mal den scheiß Droid mal auswechseln. Wieder zu, natürlich, Vector. Mein bester Gefährte. Mein Lieblingsgefährte eigentlich auch. So. Hier geht's nicht lang. Angekommen. Ich brauche Gleiter. Hier, Raketenschub, so. Übrigens, alle Kartellmünzen, die ich von euch dann bekomme, werde ich dann nur, also wenn man bekommt, dafür eigentlich auch Kartellmünzen, werde ich dann nur für Sachen für eure Wünsche einlösen. So habe ich das vor, zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, diese Questreihe zuerst zu machen. Ich habe keine Ahnung, welche man zuerst machen muss, oder soll, oder darf. Muss so oder so, glaube ich, beide machen. Hallo, das Gespräch. Starte mal bitte schneller. Wie fühlt ihr euch? Scheiße. Ich wurde eben erst aufgetaut. Von 25 Nadeln gestochen und man hat mir etwas injiziert, das ich nur als flüssige Folter beschreiben kann. Freut mich, dass es euch gut geht. Es geht schon. Habt ihr mir schon gesagt, ich kann Sterne sehen? Bin ich auf einem Raumschiff? Ja, das seid ihr. Ihr befindet euch in Sicherheit und schon bald wird es euch besser gehen. Ihr müsst mich nicht bemuttern. Entschuldigt. Einen Moment bitte. Übertragung pausieren, Audio ausschalten. Ihr sagtet, wir würden uns alle hier treffen. Ja, ich habe gelogen. Sie ist auf dem Weg in eine private medizinische Einrichtung. Ich war mir nicht sicher, ob ihr zustimmen würdet. Ihr solltet mir mittlerweile vertrauen. Ich will das, was am besten für sie ist. Ich könnte euch ausschalten. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, täuscht ihr mich immer noch lieber, als meinem Urteil zu trauen? Nehmt es nicht persönlich. Meine Frau wirft mir das daheim auch immer vor. Wo wird sie hingebracht? Shara wird sich an einem geheimen Ort erholen. Eine Gruppe von fürstlich entschädigten Medizinern und Wissenschaftlern wird sich um sie kümmern. Durch einen langsamen und leider auch schmerzvollen Prozess wird der Schaden an ihrem Gehirn repariert und ihre Loyalitätsprogrammierung entfernt. Das könnt ihr tun? Es gibt keine Garantie. Aber meine Leute sagen, dass es möglich sein sollte. Wenn sie frei ist, habe ich ihr geraten, nicht erneut für das Imperium zu arbeiten und ein Leben fernab jeglicher Konflikte zu leben. Diese Chance hat sie vorher nie gehabt. Ihr habt mir gesagt, ich soll bleiben und kämpfen. Ich bin froh, das zu hören. Sie gehört zum Imperium. Sie hat schon immer Besseres verdient, als wir ihr geben konnten. Ich glaube, ein Teil von ihr hat ihre Programmierung immer gehasst. Wenn ich gewusst hätte, dass es eine Heilung gibt. Ich weiß, aber damals gab es keine. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit ihr sprechen. Ihr Lebewohl sagen. Shara, erkennt ihr mich? Macht ihr euch Sorgen um die Winterschlafblindheit oder einen Hirnschaden? Natürlich erkenne ich euch. Der ehemalige Minister sagte, dass ihr mir geholfen habt. Ich will das nicht tun, Ziffer. Ich will keine Dekonditionierung. Man wird euch zu nichts zwingen. Das ist die Konditionierung, die aus euch spricht, Gott. Helft mir, euch zu finden. Sagt mir, wo ihr seid. Seht euch die Sterne an. Lauscht dem Antrieb. Euer Verstand kann die Koordinaten zusammensetzen. Ihr würdet euch euren Weg zu mir freischießen und mich nach Drum und Kars bringen? Ich bin vernünftig genug, um Nein zu sagen. Es ist schon gut. Ich habe nur Angst, nicht zu wissen, wer ich dann sein werde. Ich weiß, dass ihr die Antwort finden werdet. Ihr werdet uns alle retten.
Ihr seid eine Agentin des Imperiums. Ihr werdet eine freie Frau mit einem brillanten Verstand sein, die unzählige Geheimnisse der Galaxis kennt. Wenn irgendjemand diesen Krieg beenden kann, dann ihr. Wie viele Figuren soll ich eurer Meinung nach in diesem Spiel spielen? Aber ich weiß eure Zuversicht wirklich zu schätzen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Bleibt noch ein bisschen und unterhaltet euch mit mir. Oh nö. Zumindest wird uns das übersprungen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich muss mich wieder meinem Ruhestand widmen. Und wer weiß, wie oft ich das noch sagen muss, aber ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen werden. Tschüss. Genießt euren Ruhestand, Sir. Passt auf Schara auf. Wir sind noch nicht fertig. Ihr habt euch die Erholung mehr als verdient. Es war mir ein Vergnügen, ein letztes Mal mit euch zu arbeiten. Geht mir genauso, Agent. Eine Sache wäre da übrigens noch. Ich mag aus dem Spiel raus sein, aber das gilt nicht für euch. Ich habe Gerüchte gehört, dass der Geheimdienst kurz davor steht, endlich reformiert zu werden. Darth Maul plant, das Kommando zwischen euch und einem Sith Lord aufzuteilen. Was will er damit erreichen? Ihr habt die nötige Erfahrung und ein Sith wird dabei helfen, eure Ambitionen in die gewünschten Bahnen zu lenken. Ein neuer Geheimdienst braucht neues Personal, um das Verlorene zu ersetzen. Ich habe Listen mit potenziellen Rekruten, zugegebenermaßen unkonventionell, dafür aber hochbegabt. Was genau bedeutet unkonventionell? Fahnenflüchtige Ex-Militärs, Sympathisanten von Terrororganisationen und Malgus-aufständische Fremdlinge. Jeder einzelne von ihnen glaubt an ein besseres Imperium. Ich werde darüber nachdenken. Sie werden uns bei der Reformierung helfen. Sie sollen Kanonenfutter sein. Ich bin immer froh, über Ressourcen zu verfügen, aber im Moment treffe ich keine Entscheidungen. Ich auch nicht. Lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich habe Gerüchte über neue Bedrohungen gehört. Aber wie ich schon sagte, ich bin raus aus dem Spiel und die Unterlagen gehören euch. Hütet euch vor inneren und äußeren Feinden. Es hängt jetzt alles von euch ab. Unsere ganze Zivilisation steht auf dem Spiel. Okay. Geht's jetzt noch weiter mit der Story? Der Reihe? Aufseher des Aufseher. Du hast auf Richtung ein paar ehemalige Partner geholfen. Hier erstmal das hier zum Durchlesen. Im Ruhestand. Du hast auf Richtung ein paar ehemaligen Partnerinnen geholfen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Büße haben wir geschafft. Geil. Oh, 62? Hä? Ich stand doch noch hier irgendwo. Hä, wieso bekomme ich so viel Erfahrung? What the fuck? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich möchte aber meine alte Rüstung behalten, deswegen. Ich bezahle so viel Geld dafür. Für euch. Hallo? Hallo? Was ist jetzt los? Hallo? Leck mich am Arsch. Was ist jetzt los? Ich kann die scheiß Dinger nicht ausbauen. Leck mich doch. Hä? Ja. Wo ist, glaube ich, trage ich jetzt mal das hier. Oh, ich muss mal wieder ein bisschen böse sein. Gut, bei mir sieht es jetzt hier nicht so schön aus, deswegen möchte ich die alte Rüstung am besten noch wieder haben. Aber momentan geht es leider nicht. Das ist überhaupt hier kein Einflussgewinn. Aber ich würde jetzt, glaube ich, sogar erstmal sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Da kann ich noch eins sagen, und zwar... Oh, jetzt mach doch mal. Ciao.